Was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und wir sind hier in Deutsch-Weißdritz beim Testspiel zwischen dem SV Deutsch-Weißdritz und unserem SK Sturm. Ihr merkt, es regnet leicht oder hat gerade leicht angefangen zu regnen und unsere Blackies führen zur Pause nur mit 2:0 gegen den SV Deutsch-Weißdritz aus der Unterliga, wie ich glaube. Und naja, ehrlich gesagt, es ist jetzt nicht der große Augenschmaus. Natürlich muss man sagen, erstes Testspiel im Grunde. Unsere Blackies ja, kommen erst so wieder aus der Sommerpause heraus. Man darf sich da und muss sich da auch nicht zu viel erwarten. Man ist natürlich auch nicht mit der besten Elf angetreten. Ein Danny Allah fehlt zum Beispiel oder auch ein Peter Schul. Mal sehen, ob man die überhaupt wieder zu Gesicht bekommt im schwarz-weißen Dress. Aber im Endeffekt, naja, ist das Ganze natürlich in Dorffeststimmung hier präsent. Und naja, spielerisch kann das Ganze aber noch ein Ticken besser werden. Also ganz klar. Man spielt natürlich mit vielen Jungen. Zum Beispiel ein Lehmer ist in der Startelf, ein Maresic, den kennt man. Auch ein Lovric aus der ersten Elf sind natürlich gesetzt. Lovric übrigens interessanterweise mit der Kapitänsbinde. Von den Neuzugängen spielen Grozurek und Pink. Also auch das sehr interessant. Markus Pink mit dem ersten Tor, glaube ich, auch. Das zweite geht auf jeden Fall auf seine Kappe, knapp vor der Pause. Und ja, Sturm tut sich aber insgesamt noch ein bisschen schwer. Man versucht viele Flügelwechsel, trotzdem viele Ungenauigkeiten. Natürlich muss man nicht so viel reininterpretieren, aber ich persönlich gehe natürlich davon aus, dass gewechselt wird und dass ein bisschen mehr Schwung noch in der zweiten Halbzeit kommen wird von unseren Schwarz-Weißen. Und naja, hoffentlich geht das ganze Ergebnis dann doch eine Spur weiter rauf. Also, einfach mal abwarten und ja, wir sehen uns dann nach dem Spiel hier bei der Lance TV. Bis dann. Der 50. Spielminute der SK Sturm gewinnt 3:0 in Führung. Der Schütze 28, Fabian Schubert. Und die trotzdem, nur noch nichts Auto. Ich habe 5000 Mal verliehen. Der Stellvertreter geht nur wieder in der Schule. Ich bin zwei Spiele scheiße, wieder 20. Oh. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und das Testspiel zwischen dem SV Deutsch-Weißwitz und unserem SK Sturm ist gerade vorbei. Am Ende wurde es noch ein 6:0, ein, würde ich sagen, halbwegs ordentliches Ergebnis für unsere Blackies. Natürlich, wie gesagt, schon in der Halbzeit, man muss das Spiel nicht überbewerten, die erste Partie. Es geht darum, langsam wieder Fahrt aufzunehmen, um in den Wettbewerbsmodus so ein bisschen reinzufinden. Und ja, die zweite Halbzeit war auf jeden Fall spielerisch, finde ich, eine Steigerung, eine leichte. Deutsch-Weißdritz sehr, sehr brav gekämpft. Da muss ich den Basti Feldhofer auf jeden Fall an der Stelle erwähnen. Guter Freund auch von mir. Brave Leistung, Basti, an der Stelle. Und ansonsten Sturm auch toremäßig dann ein bisschen zugelegt. Schubert gleich mit dem 3:0 nach der Pause. Danach hat es aber ein bisschen gedauert, aber in der Schlussphase, gerade so ab der 80. kamen dann die Tore. Jetzt muss ich selber kurz überlegen. Obermeier mit dem 4:0, Husbeck mit dem 5. und Piras mit dem 6. Tor. Alles innerhalb von 4-5 Minuten eigentlich. Also da ging dann doch die Torlawine spät, aber doch noch richtig los. Ansonsten Sturm 4:0.
durchgetauscht, auch Giuliani unter anderem im Tor gewesen, in der ersten Halbzeit Ehmann. Also man hat viel probiert und ja, im Endeffekt hat das gepasst. Also ich glaube, unsere Blackies kommen langsam in Fahrt und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.